Das große Finale, Let's Play Pokémon Gold. Ja, willkommen zur allerletzten Folge Pokémon Gold. Es ist kaum zu glauben, 44 Folgen haben wir durchgekriegt. Ich habe ja die erwarteten 50 erhofft, aber naja, was soll's. Es ist die letzte Folge, das bedeutet, ihr habt jetzt zum letzten Mal dieses Intro gesehen. Und es wird mit einem Outro enden. Es ist wirklich nicht zu fassen. Wir haben es wirklich geschafft. 16 Orden. Alle Pokémon auf Level 60. Und sind damit am Ende dieser ganzen Sache. Das Ende für mich bedeutet hiermit das zweite Mal die Pokémon-Liga nach nochmal 8 Orden. Und das heißt dann natürlich auch, dass wir unter anderem noch einmal die Pokémon-Liga machen werden. Die Gründe, warum ich unter anderem gegen den Champ Rot nicht kämpfen werde, ist, dass, ja, es würde natürlich das ein bisschen in die Länge ziehen, aber es wäre natürlich unter anderem auch so ein Ende wie jedes andere. Und ich denke mir mal, halt mit Pokémon-Liga wäre das wohl halt ein bisschen besser. Deswegen wird es natürlich dann auch hier ein Ende geben, wie zum Beispiel jetzt, wie obligatorisch auch in der roten Edition, die Pokémon-Liga noch einmal zu machen. Und dann ist Schluss. Alle Pokémon im Überblick, alle sind auf Level 60. In der letzten Folge haben wir es noch geschafft, Ho-Oh auf 60 zu bringen, von 50 auf. Lantern auf Level 60. Taubos auf Level 60. Tornupto auf Level 60. Ampharos auf Level 60. Und last but not least, Smetbo auf Level 60. Smetbo das einzigste Pokémon unter 200 KP. Der Rest alle über 205 KP, kann man sagen. Und da bin ich recht stolz drauf, dass ich das geschafft habe. Wenn ich so dran nachdenke, vor 43 Folgen habe ich angefangen mit einem Pokémon, nämlich mit Feuerriegel. Ja, wir werden uns nochmal voll einkaufen, indem wir einfach mal einiges nochmal dazu kaufen. Und das natürlich auch zu Recht, auch wenn ich ganz genau weiß, einiges habe ich natürlich auch schon. Deswegen kaufe ich nochmal alles nochmal zurecht, auch wenn ich schon genug Beleber habe. Hyperheiler kaufe ich auch nochmal, ja, 6 Stück, müsste reichen. Und fange dann natürlich direkt sofort an mit der Pokémon-Liga. Ja, gut, der Rivale kommt nicht. Deswegen geht's jetzt los. Wir starten den letzten Durchlauf bei Let's Play Pokémon Gold. Und fangen natürlich wie immer mit Willi an, der Psycho-Pokémon hat, also sprich, scheißegal, wenn wir vorne haben. Aber ich freue mich natürlich drauf. Ja. Warum das Ganze eigentlich? Habe ich ja schon am Anfang erwähnt, dass das unter anderem dazu zu tragen hat, dass ich unter anderem gesagt habe, Champ Rot ist mir ein bisschen zu viel. Deswegen sage ich mir die Pokémon-Liga noch einmal, denn schließlich gibt es hier auch nochmal viele schöne neue Sachen zu sehen, wie unter anderem natürlich auch die Pokémon sind stärker geworden bei mir, oder die Pokémon der Pokémon-Liga sind normal geblieben, wie sie sind, und wollen natürlich dann jetzt auch mal sehen, wie das Ganze natürlich funktioniert, wenn ich jetzt hier mit Level 60 Pokémon kämpfe, und das natürlich auch einer ganz besonderen Sache. So, Lamus geht jetzt weiter, Xatu haben wir vorhin besiegt, nur mit Läuterfeuer, das ist natürlich auch eine ganz besondere Sache. Ne? Weil sonst wäre es in der Neuauflage, so in der Neuauflage wären die noch stärker, ne? Also im Gegenzug zu jetzt. Deswegen kann man es hier so oft machen, wie man will, aber trotzdem wird sich da nicht so viel dran ändern. Kann man jetzt schon auch so hier erwähnen. Und es kommen alle dran, selbstverständlich. Da gibt es jetzt keine Bevorzugung oder so. Hat natürlich wegen des Typs selbstverständlich immer wieder einen Wechsel. Aber es sieht auch deutlich besser aus als jetzt, ne? Und was jetzt so mein Highlight natürlich in den letzten 44 Folgen waren, war natürlich unter anderem die Folge mit dem Pokerus, ne, mit dem Pokémon-Virus, der eigentlich ein friedlicher Virus ist, der alle meine Pokémon betroffen hat, außer Ho-Oh selbstverständlich. Muss ich nur dran denken, dass unter anderem das Visor, was immer bei mir war, für Zerschneider und Stärke, das ist ja andauernd immer wieder, ja, auch natürlich dem Pokerus ausgesetzt war, im Gegenzug zu Ho-Oh. Hätte Ho-Oh auch noch passieren können, ist es aber nicht. Denn er kommt nur einmal und betrifft alle Pokémon, nicht, ja, nur eins, ne? Weil es kann eins kann infiziert werden, beziehungsweise eins wird infiziert
und das andere dann überträgt es dann überhaupt, also ein Pokémon auf dem anderen. So unter anderem kann der Pokerus entstehen und ist natürlich auch eine ganz besondere Sache, deswegen ja, ist es auch eine schöne Sache. So, ja, der Pokerus ist eine schöne Sache, klingt ein bisschen komisch, ne, aber es ist halt so, wirklich. Ja. Willi damit besiegt, Milli Vanilli, Willi Vanilli, ja, und weiter geht's natürlich direkt mit, jetzt kommt Koga selbstverständlich, also heilen müssen wir diesmal nicht, dann müssen wir hier hin, so, zack, da sind wir dann, ne, mit Koga, können die Reihenfolge natürlich so lassen und wissen auch natürlich hier, dass Koga auch hier seine Pokémon selbstverständlich nicht geradewegs trainiert hat, muss man ja sagen. Wie schon gesagt, in der Neuauflage ist das ja ganz anders. Aber bis wir die Neuauflage spielen, wird sich das auch noch ein bisschen herziehen. Ja. Ariados kommt natürlich auch wieder zum Einsatz. Warum fragt man sich, Moment mal, die Pokémon waren auch auf demselben Level. Ja, es hat sich halt nicht viel verändert. Nur bei meinen Pokémon, kann man so ungefähr sagen. Und das ist die letzte Folge für die. Also unten in der Videobeschreibung steht auch groß nochmal die Pokémon-Liga, letzte Folge. Und es geht dann natürlich nächste Woche dann erst weiter mit Pokémon Rubin. Aber das werde ich auch nochmal am Ende sagen. Jetzt konzentrieren wir uns natürlich auch wieder aufs Kämpfen. Zack, zack, zack hier. Jawoll. ...1413 Erfahrungspunkte für Ho-Oh. Dann wechseln wir jetzt mal auch zu Ampharos. Medbook kam noch gar nicht dran, so auch Tauboss nicht. Aber was soll's, wir sind ja alle natürlich hier eine große Familie. So. Das wird jetzt ein bisschen schwer. Donner ging jetzt nicht. Oh, jetzt kommt Toxin. Das bedeutet vergiftet. Aber macht ja nichts. Ampharos möchte ja gerne sterben. Das kann ich jetzt auch mal so sagen. Jetzt machen wir Blitzkanone. X-Bat macht schon wieder ja, Doppelteam. Da muss jetzt angegriffen werden. Das geht jetzt auch nicht anders. Wenn es dann halt jetzt mit Blitzkanone, mit Donner jetzt halt nicht so gut lief, machen wir direkt dann den Donnerschlag, der auch einmal gereicht hat. Aber muss man ja bei dem Levelunterschied ja auch sehen. Ne? Deswegen muss man sich nicht wundern. So, jetzt kommt Frostelka. Frostelka. Nicht Frostelka, sondern Frostelka. Ne? Muss man ja immer wieder so sagen. Wieder hier Flammenwurf. Ja, Tornupto kann erst seit Level 60 Flammenwurf, also seit einer geraumen Zeit, seitdem es auf Level 60 ist. Bin ich auch recht spät dafür zu sorgen. Ja, ich habe mich auch die ganze Zeit darüber aufgeregt. Aber wie schon gesagt, mein Anfangs-Pokémon Tornupto hat einiges mitgemacht, als es ja noch ein, wie soll ich sagen, ein Feuerriegel war. Als es dann zum Igelava wurde. Mein erstes gefangenes Pokémon war auch ein Raupi, wenn ich mich recht erinnere. Ich hätte mich darauf vorbereiten sollen, auf die letzte Folge. Aber was soll's. So, Kogan damit auch besiegt. Ein bisschen schade, dass es so langsam ging. Nein, so schnell ging, um eigentlich so zu sagen. Aber auch ein bisschen schade, dass jetzt beispielsweise die Blitzkanone nicht so richtig funktioniert hat. Naja, und auch natürlich Donner nicht. Aber dafür haben wir Top-Genesung. Ampharos geben wir das mal schnell. Gehen dann natürlich auch direkt weiter und wechseln das erste Mal. Jetzt kommen wir nämlich zu Bruno. Nein, wollte ich auf Lantern wechseln. So. Und dann natürlich auch jetzt hier direkt dann Bruno ansprechen. Bruno, der natürlich auch bei den alten Top 4 dabei ist. Der einzige, der noch von den alten Top 4 dabei ist.
in der roten Edition war ja unter anderem Bruno ja der zweite direkt. Und oder glaube ich der dritte, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Ne, doch, der zweite war das direkt. Und Siegfried, der ja jetzt hier so als Champ gesehen wird, der war unter anderem was anderes machen, aber naja. So, jetzt habe ich mich auch vertan, aber was soll's, das Vertun kann man auch natürlich dementsprechend verzeihen. Das Vertun verzeihen. Ich weiß auch gerade wirklich nicht, was ich hier labere im Schluss. Ja, und wenn ich auch so auf mein Landhund zurückblicke, also es ist das einzigste Pokémon, was nicht männlich ist im Team. Ne, weil ich mir ja gesagt habe, scheiß drauf, muss nicht unbedingt männlich sein, weil ich wollte unbedingt ein Lampi haben. Landhund ist ein tolles Pokémon, muss man ehrlich sagen. Und natürlich habe ich mich aber hier für ein Flug-Pokémon dann selbstverständlich für Tauboss entschieden, also für Taubsi, was ich ja bis zu einem Tauboss hochgezogen habe. Ne? Und mich auch riesig gefreut habe. Also eine echt tolle Sache mit Tauboss. Jetzt habe ich ja das letzte Mal Ibitak genommen. Und ja, also beziehungsweise Habitak, muss man sagen. Deswegen werde ich mal das nächste Mal sehen, was ich diesmal nehmen werde, das nächste Mal in der neuen Edition. Ups, jetzt habe ich mich verdrückt. Jetzt gibt es erstmal den Klammergriff. So. Jetzt gibt es erstmal Klammergriff. Ja. So, dann machen wir jetzt mal Hydropumpe. Kurz und schmerzlos. Nocturne muss ja auch nicht so viel immer erklären, deswegen. Aber wechseln wir nochmal. Taubos ist jetzt auch mal wenigstens im Kampf geblieben. Im Kampf gewesen, muss man ja auch sagen. Nicht im Kampf geblieben. Nur Smetbo jetzt nicht. Werden wir gleich mal bei Macho mal machen. Ist ja jetzt diesmal auch besser ausgestattet. Psychokinese und alles. Ne? Muss man auch so sagen. Weg. Und jetzt müsste noch Macho Mai kommen und das übernimmt uns Madbo, damit wären alle Pokémon eigentlich alle, wirklich alle, mal eingesetzt worden in der Pokémon-Liga. Ne? Hat ja sonst ja so nie richtig geklappt bei mir, muss man ja ehrlich zugeben. Aber da freue ich mich auch drüber, naja. Aber bis jetzt ist auch immer Smetbo mein schwächstes Pokémon gewesen, muss man auch ehrlich zugeben. Also, da ist unter anderem natürlich auch nicht viel dabei rumgekommen, dass ich auch unbedingt so ein Psycho-Pokémon haben wollte. Aber naja. So, zwei Kämpfe noch, dann ist der ganze Spaß auch schon vorbei. Also wie schon gesagt, das ist jetzt einfach nur nochmal ein Durchmarschieren mit der Pokémon-Liga, um zu zeigen, wie gut ich meine Pokémon trainiert habe, auch wenn die jetzt die Top 4 nicht stärker geworden sind. Ne? Aber was soll's. So, wechseln wir noch einmal nach vorne. Setzen wir diesmal... Ach, Tornado kann mal nach vorne. So. Nehmen wir jetzt noch Melanie dazu. Und dann sind wir schon beim Champ. Muss man natürlich sagen. Ja. Ja. Würde mir eigentlich auch mal so wünschen, dass es mal eine Edition von allen Welten gibt. Aber, naja. Wenn wir dann mal irgendwann mal haben. Irgendwann mal so. So, wenn wirklich die Ideen bei Pokémon ausgelutscht sind, wird es irgendwann wirklich mal nur eine einzige Edition noch geben, wo alle Welten drauf sind. Aber ich glaube, dafür müsste es dann mal der Speicher so groß sein. Oh, Nachtara brennt. Jetzt ist es aber auch nicht so gut. Hat es auch nicht so gut funktioniert. Aber setzen wir Sternschauer ein. Und es hat funktioniert. Ah, knapp Level 61. Gucken, was jetzt eingesetzt wird. Gengar. Damit wechsle ich auf Smetbo.
und setzen da mal Psychokinese ein. Vorher konnte ja Smet Bo nur Psystrahl, Konfusion, das war das Einzige. Jetzt mit Psychokinese einfach wirklich mal eine Attacke, eine richtige Psychoattacke, die auch gegen Käfer und gegen Geist-Pokémon mal einfach mal hält. Jetzt kommt Hundemon. Da wechseln wir auf Landon wieder. Scheint jetzt ein bisschen einfacher zu sein, aber es wird eh gleich beim Champ wieder ein bisschen schwer. Gegen Dragoran und Garados. Okay, Garados wird jetzt nicht so eine so ein Schwierigkeitsgrad sein, wie halt mit Dragoran, mit den beiden Dragorans. Denn bei Dragoran ist ja die Schwäche unter anderem ja Eis. Ja, das wird ein bisschen schwer sein. Definitiv. Kann man so sehen. So, jetzt kommt Giflor. Das übernimmt Tauboss. Nicht, wie ich mir denken wollte, nämlich, jetzt juckt mir mein Ohr. Reicht es? So. Wollen wir mal fliegen. Das ist ja der stärkste Pokémon beim Champ, ist ja Level 50. Ja, Level 50. Gerade nicht so spektakulär, aber trotzdem, ne? 10 Level stärker als alle anderen. Und ich muss dran denken, ich habe ja wirklich mit allen auf Level 50 ja angefangen und dann waren sie irgendwie auf 52, 53, als ich die Pokémon-Liga beendet habe. Jetzt sind alle auf 60. Habe ich jetzt einfach ausgedrückt? Hoffe ich jetzt, ne? Kann sich jetzt nur noch einen Fehler handeln. Nein, ist richtig. Ampharos. So kann man das sehen. So. Blitzkanone. Ich kann es dir gleich auch wieder nicht mehr beibringen. Geht doch. Ich würde einmal Blitzkanone hier sehen, aber Blitzkanone ist wahrscheinlich jetzt schon verbraucht. Ne? Kann man so sehen. Kann man, muss man aber nicht. Ja, so. Damit wäre Melanie auch besiegt. Und Ampharos ist immer das einzigste Pokémon, was immer angegriffen wird. Ja. Muss man natürlich auch sehen. So. Und nun geht es zur letzten Hürde, nämlich der Champ wartet. Der Wieder-Champ. Ah, Landon hat auch ein bisschen abgekriegt. Ja. Da gebe ich mal einen Hypertrank. Auch wenn das nichts ist, aber was soll's. So. Dann werden wir jetzt mal Ampharos nach vorne setzen. Gucken, ob dann auch Donner direkt sofort klappt. Werden wir dann auch mal sehen. Aber das ist jetzt der allerletzte Kampf, liebe Freunde. Also das bedeutet, das ist jetzt definitiv der letzte Kampf bei Pokémon Gold. Es wird keine Special-Folge geben, wo ich Rot besiegen werde. Es wird keine Special-Folge geben, wo ich Lugia fange. Ich habe mir das einfach so stumpf, spontan überlegt. Es wird einfach nur eine Pokémon-Liga geben und fertig aus. Wie ich Lugia fangen kann, ist natürlich klar, aber trotzdem, ich will es nicht. Und deswegen sage ich mir einfach, letzter Kampf, auf geht's. Da haben wir den Champ. Und Garados Level 44 gegen ein Ampharos Level 60. Level 60. Und Donner klappt auf den ersten Moment. Ah, wie perfekt. Wie eingeplant. Wie einstudiert. Herrlich. Geht trotzdem sehr langsam. Also dieser Kampf könnte in Anführungsstrichen noch spannend werden. Könnte. Muss aber nicht. Könnte auch im Übrigen die kürzeste Folge sein. Denn hier wird schon das nächste Dragoran eingesetzt. Und man hört, die Elektroattacke ist normal effektiv. Aber wirkt. Auch knapp Level 61. Könnte aber jetzt natürlich dazu führen, dass es jetzt auch zu Level 61 kommt. Naja, stimmt, der hat nicht 2, sondern 3, ne? Donnerwelle. Gar nicht gut. Doch, auch da geht der Hyperstrahl daneben und Ampharos ist paralysiert. Jetzt aber nicht mehr. Eieiei, wie schlimm wird's?
Naja, nicht so schlimm. Dafür kommt der Donner. Jetzt kommt's. Nee, doch nicht. Glück gehabt. 61. Nicht zu fassen. Stärkstes Pokémon im Moment. Und jetzt kommt bestimmt. Ja, guck mal, jetzt setzt er alle seine drei Dragorans ein. Ne? Und das ist das Dragoran Level 50. Jetzt erstmal Bodyguard ein, das heißt die anderen. Ja, das bringt jetzt auch geradewegs nichts. Ich weiß gar nicht, ob ich nochmal herkomme, ist egal. Top Genesung, zack. Und dann wollen wir es natürlich auch hoffen, dass alles gut läuft. Naja, Wutanfall. Könnte jetzt extrem schlimm werden. Sogar nimmt sogar noch weniger ab als Hyperstrahl. Aber befindet sich jetzt im Wutanfall. Das bedeutet, es wird richtig schlimm. Aber dafür trifft Donner. 11 Level jetzt Abstand, ne? 11, nicht 10, 11. Da haben wir es. 2335 Erfahrungspunkte. Zwei Pokémon sind noch. Einmal ein Aerodackel. Beziehungsweise ein Aerodactyl. Und immer Aerodackel. Ne? So. Machen wir mal Surfer. Ist ja Gesteinflug. Ob jetzt ein Funkensprung gereicht hätte, ich weiß es nicht. Viele werden wohl anscheinend, ich kann es mir denken, enttäuscht von der letzten Folge sein, weil die sich irgendwie so ein großes Big Bang erlaubt haben, erdacht haben dafür, aber ich wollte es schlicht und einfach machen. Deswegen ist das für mich eigentlich dann auch schon erledigt, weil da muss man eigentlich auch sehen, dass das große Finale ja eigentlich Champ den Trainer Rot zu besiegen. Aber ich habe da, um ehrlich zu sein, auch keine Lust drauf, weil das hätte ich machen können, wäre aber in einer Blamage geendet. Und für mich ist immer, wenn man nur 8 Orden holen kann, Pokémon Liga, dann ist für mich auch vorbei. Und das war der letzte Kampf. Ja, damit haben wir gewonnen und sind zum zweiten Mal auch in der Pokémon Liga durchgekommen. Ja, so kann man das sehen. Und es hat auch genau gepasst, knapp 25 Minuten. Und somit verabschiede ich mich auch jetzt von dieser Edition. Pokémon Gold ist vorbei. Somit geht es dann natürlich dann nächste Woche erst, also nicht direkt zum nächsten Mal, sondern erst nächste Woche. Ab dem 16. März gibt es dann Pokémon Rubin. Also ich bleib bei der Farbe Rot ungefähr. Rubin ist ja rot. Und deswegen wird es dann natürlich wieder nur 8 Orden geben, dafür wieder eine neue Welt und auch eine andere Perspektive. Von 4 zu 3 wird es dann endlich mal wieder ein bisschen Breitbild geben in einem Spiel, in einem Let's Play. Das ist dann auch was Besonderes. Deswegen labere ich jetzt nicht mehr so viel. Ich würde jetzt mal einfach mal sagen, 16. Oh, ich muss mal nochmal wirklich aufs Datum gucken, bevor ich hier weiterklicke. Also 16. Ne, Quatsch. Ja doch, 16. März, da gibt es dann eine neue Folge, da geht's dann los mit Pokémon Rubin und ich verabschiede mich von dieser Edition, ich verabschiede mich auch von euch. Somit wird dann Let's Play Pokémon einen Tag Pause machen, aber es geht dann am 16. März weiter, dann gibt es die erste Folge Pokémon Rubin. Bis dahin, tschüss.